Moin zusammen, ich bin Linus und ich studiere Geowissenschaften an der Uni Bremen und heute möchte ich euch die Petrologie vorstellen. Die Petrologie, umgangssprachlich auch Steinkunde bezeichnet, ist die Lehre von der Entstehung, den Eigenschaften und der Nutzung von Gesteinen. Der Begriff leitet sich vom griechischen Petrus oder dem lateinischen Petrus ab, der als Stein oder Felsen übersetzt werden kann. Innerhalb der Petrologie gibt es die eher deskriptive Petrographie, die anhand von Beobachtungen der Struktur und Textur auf der makroskopischen und der mikroskopischen Ebene und weiteren Eigenschaften die Gesteine beschreibt. Darauf aufbauend nutzt die Petrologie Erkenntnisse aus geochemischen Analysen, thermodynamischen Modellen und Berechnungen, um die Rekonstruktion physikalischer und chemischer Bildungsbedingungen eines Gesteins zu ermöglichen. In der Petrologie beschäftigt man sich dementsprechend mit Fragestellungen wie: Unter welchen Temperatur- und Druckbedingungen wird Mineral X gebildet? Diese Frage wird auch häufig andersherum gestellt: Welches Mineral bildet sich unter den vorhandenen Bedingungen? Jetzt gibt es natürlich die berechtigte Frage: Warum ist das überhaupt wichtig? Zum einen für weitergehende wissenschaftliche Fragestellungen. Diesen Stein zum Beispiel habe ich auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Dort vor Ort wurde er sicher nicht gebildet, denn hierbei handelt es sich nicht um ein Sedimentgestein, sondern um ein Tiefengestein. Fakt ist, er wurde von den Gletschern der letzten Eiszeit aus Skandinavien hierher transportiert. Dieses Stück könnte ich jetzt petrologisch untersuchen und könnte aufgrund der speziellen Mineralassoziationen und der Spurenelemente herausfinden, woher das kommt. Das mache ich, indem ich die gefundene Mineralassoziation mit den großen Gesteinsformationen in Skandinavien vergleiche. Ebenfalls hat es auch wirtschaftliche Anwendungen, und zwar bei der Erforschung von Rohstofflagerstätten. Nun einmal nach diesem groben Überblick über die Petrologie zur Petrologie an der Universität Bremen. In der Petrologie in Bremen gibt es zunächst eine Einführungsvorlesung im dritten Studiensemester. Dann besteht ab dem vierten Semester die Möglichkeit, den Schwerpunkt Petrologie zu wählen. Innerhalb dieses Schwerpunkts gibt es drei Module. In dem ersten Modul gibt es eine Anknüpfung an die Einführungsvorlesung. Vor allem wird sich mit den Grundsätzen der Thermodynamik beschäftigt. Des Weiteren gibt es noch einmal eine Vorlesung in der Vulkanologie, einer Teildisziplin der Petrologie. Zum Dritten gibt es petrologische Übungen. In diesen Übungen gibt es einmal um Mineralbestimmungen anhand von Handstücken. Und zum Zweiten um Mineralbestimmung unter dem Polarisationsmikroskop. Hier seht ihr ein Bild von einem Gestein unter dem Polarisationsmikroskop. Der zweite Teil des Schwerpunkts beschäftigt sich detaillierter mit bestimmten Gesteinsgruppen, den Magmatiten und Metamorphiten. Ein Magmatit bildet sich, indem Lava Magma abkühlt, ein Metamorphit bildet sich, wenn ein Gestein durch Druck und Temperatur verändert wird. Das lernt ihr dann aber noch viel genauer. Im dritten Teil gibt es eine Veranstaltung zu Lagerstätten von Ressourcen sowie die Vertiefung der chemischen Beschreibung von Gesteinen. Im Anschluss gibt es ein Geländepraktikum zur Anwendung des gelernten Stoffs. Und das war die Vorstellung der Petrologie. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an stugageo@uni-bremen.de. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.